Guten Tag, meine lieben Freunde. Da bin ich mal wieder mit einem weiteren, ja, dieses Mal tatsächlich ein Let's Play. Dieses Mal ausnahmsweise kein Dota, weil vor ein paar Tagen kam Fall Guy raus oder Fall Guys. Bin mir nicht ganz sicher. Also da geschrieben steht es mit einem S, also nehme ich an, es ist eher Guys, was eigentlich schon ziemlich gemein ist. Warum nicht Fall Girls? Aber gut, darüber können wir uns später unterhalten. Und ja, ist mal ein etwas anderes Battle Royale, so ähnlich irgendwie wie, ja, ich weiß nicht, Takeshis Castle, so viele kleine, coole Minigames, die man nacheinander gewinnen muss. Und ja, ich wollte mal ein bisschen was aufnehmen dazu, weil ich das Spiel ziemlich cool finde. Es ist gerade keine First Impression, weil ich es schon mal gespielt habe. Aber dadurch, dass ich ziemlich schlecht in dem Spiel bin, bin ich dieses Mal nicht alleine, sondern habe die gute Nadine dabei, damit wir vielleicht ab und zu zumindest mal über das erste Level hinauskommen oder jemanden haben, den wir anfeuern können. Hallo Nadine. Hi. Ja. Und hallo an alle. Ja, schön, dass du mal dabei bist. Ich wollte ja schon länger mal auch andere Sachen außer Dota aufnehmen. Und ja, Volker hat sich irgendwie angeboten, auch wenn das wahrscheinlich das zigtausendmillionste Video dazu ist, was es gibt. Aber ich kann euch versprechen, keiner ist so schlecht darin wie ich. Also, oh. Nee. Würde ich mir angucken. Ja, finde ich gut, dankeschön. Nee, aber schön, dass du auch mit da machst. Und ja, bisher lief es tatsächlich leider meistens so, dass ich in einer der ersten zwei Runden rausgeflogen bin. Ich träume immer noch davon, irgendwann mal das Finale zu sehen. Ich bin rausgeflogen. Oh, du bist rausgeflogen. Du spielst scheinbar. Okay. So, aber dann ein neuer Versuch. Also, ja, hatte gerade noch mal kurz zwischendurch mal Ladeproblem, deswegen fehlt hier ein Teil oder professionell rausgeschnitten, wie man das von professionell guten YouTubern erwartet. Also von irgendjemand anders außer mir. Das Problem ist auch, für diejenigen, die das Spiel vielleicht nur anschauen und noch nicht gesehen haben, gibt immer noch ziemliche Serverprobleme. Ich denke, die Entwickler sind selber davon überrascht, dass das Spiel so gut ankommt. Aber es ist ja, wie gerade auch eingangs schon erwähnt, auf Twitch und überall der Renner. Und ja, da habe ich direkt die falsche Tür erwischt. Aber es ist einfach ein herrliches Chaos und wunderbar schön. Bist du irgendwo vorne im Pulk dabei? Nein, ich wurde voll umgerannt, bin jetzt hinten drin. Ich wurde voll in diesem Pulk. Was ist die Tür? Ah, das ist die Tür! Oh mein Gott, ich bin da auch an dem Pulk. Oh mein Gott. Ja, weil keiner eine zweite Tür aufmacht. Ich komme da nicht durch. Okay, also ich glaube, das wird schon mal nichts jetzt. Jetzt hat jemand eine zweite Tür aufgemacht. Ja, aber jetzt bin ich schon so gefühlt letzter. Yes! Also. Ich schaff's in die Top 10! Ich werd sogar Fünfter! Fünfter! Ich schaffe überhaupt nicht. Woo. Oh Gott, ist das traurig. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Hast du es noch geschafft? Ja. Oder? Wow, perfekt. Nee. Nicht mehr? Nee. Ah. Wunderbar. Ich war ja nicht wunderbar. Blöd. Ich war ja ganz hinten oder dreimal oder so völlig platt getrampelt. Ja, das ist irgendwie so das Problem. Ich finde das Türenspiel, es ist halt, ich habe es ja eingangs schon im Intro erwähnt, es gibt, ich glaube, 25 Minigames. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, also ab irgendeinem Punkt wiederholen die sich natürlich. Und so eine Partie dauert auch gefühlt irgendwie nur so, ja, 10 Minuten, je nachdem, wie leid man kommt. Ich weiß gar nicht, wie lange ist es immer bis zum Finale? 4 oder 5 Runden, glaube ich, oder? Ja, ich glaube 4. Hm. Ja. Können wir gleich mal überprüfen, wenn du es schaffst. Natürlich. Oh Gott, und das nächste Spiel. Ich weiß nicht, ich persönlich finde diese Spiele, ausgerechnet jetzt, wo wir aufnehmen, zuerst das eine, jetzt das hier. Ich finde diese Torspiele teilweise echt ein bisschen random, vor allem bei diesem Türenlauf. Entweder bist du halt ganz vorne und erwischt einmal die falsche Tür, dann bist du quasi irgendwie hinten raus. Oder du bist so im Mittelfeld und dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo da so ein Riesenpulk an 50 Vollgeist probiert, durch die Tür zu hechten, wie ihr behindert. Und ja. Und das ist. Ob ich dich finde, bevor das Spiel vorbei ist? Weiß ich nicht. Hab dich. Ja. Los, geh auf, Tür! Oh Gott. Also bei dem Türenspiel sind zumindest die Pattern immer gleich. Deswegen kann man die sich so cool merken. Mitte, Mitte, Mitte! Ich hab's! Oh mein Gott! Oh Gott, jetzt da los! Lauf! Kann
kaum nimmt man auf, bist du voll am Performen. Was ist ja da los? Ich habe gesagt, ich habe davor nur das Spiel analysiert, um jetzt quasi richtig zu performen. Aber ich muss sagen, so im Vergleich zu den beiden Türenspielen, die wir jetzt gerade hatten, interessant, dass wir ausgerechnet die beiden jetzt hatten. Ne? Ich habe immer so das Gefühl, so eine Zeit lang ist auf den Servern irgendwie so ein Spiel immer so als First Game drinnen, weil ich finde, das wiederholt sich dann immer öfter. Aber ja, das zweite gut, aber sind halt auch Klassiker, wo du mehrere Leute gut raushauen kannst. Das stimmt, ja. Und ja, mal gucken, zu was wir jetzt kommen. Das Rollfeld. Das ist auch so ein bisschen so wie Takeshis Castle, nur in groß. Da gab es doch, glaube ich, auch so was Rollfeld, wo die Leute dann so in Schlamm gefallen sind oder so, oder? Ja, also so generell, die Spiele sind sehr ähnlich. Das mit den Türen ja auch schon. Ja. Fand ich mal cool, wenn die in diesen fetten Samurai-Kostümen dann drauf zugerannt sind. Oh ja, das war, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin dem Tode geweiht, wenn das so weitergeht. Nee, ich hab's gerade noch geschafft. Und das ist jetzt so was, wo es natürlich kein Ziel gibt, deswegen sieht man auch oben rechts, oh Gott, wie viele, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss darüber, oh, schneller, wie viele Leute hier ausschalten können. Das Spiel übrigens hier gerade eigentlich mein Hass, oh Gott. Okay, das die Taube ist voll Akku. Ja, die schubst mich die ganze Zeit. Du kannst nämlich andere Fall Guys auch packen und mobben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab's, was machst du? Ich hab's geschafft. Ich lebe. Nur noch vier. Oh Gott, diese andere Taube ist voll der Mongo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell hier rüber. Ich hab's geschafft. Ah. Oh Gott. Oh, den letzten 13. Oh, da hat mich irgendwer voll getackelt. Oh, nein! Oh Gott. Oh mein Gott. Ja. Also ich muss sagen, das waren, glaube ich, alle drei meiner absoluten Hassspiele, die wir jetzt quasi beim ersten Mal hatten. Und ja, was man hier sieht, ist so quasi das Level, was man bekommt. Man bekommt so Battle Pass-mäßig. Gibt es direkt von Anfang an so den Season-Fortschritt, wo man sich dann coole Skins holen kann, die ich jetzt auch gerade habe. Man kann hier Farben und Muster festlegen. Herzchen, Unterhose oder ich weiß gar nicht, was ich hier habe. Zellen. Ja, und ich habe bisher nur so ein Wolf-Ding. Oh, wobei, ich habe das Taubenunterteil, aber das passt irgendwie nicht zum Wolf. Oh, seit wann hast du das denn? Weiß ich nicht. Seit Level 6. Ich habe gerade eben vorhin, wo wir angefangen haben, Level 6 erreicht. Ja, und es gibt tatsächlich ganz viele coole Skins. Später gibt es irgendwie so Hotdog und Co. Ich glaube tatsächlich, die Level kann man sich nicht wie bei so normalen Battle Passes auch frei kaufen. Das ist ja so gängiger Praxis bei Valorant oder ich weiß gar nicht, ob League of Legends sowas hat. Aber so jedes Spiel hat ja mittlerweile Battle Pass. Hier kannst du quasi nur freispielen, aber zusätzlich dazu natürlich auch im Shop Skins kaufen. Sind eigentlich ganz cool. Aber so wie mit allen Skins, man braucht sie nicht unbedingt. Ich würde sagen, wir probieren jetzt noch ein, zwei Runden. Ne? Mal gucken, ob ich oder Nadine hier ins Finale kommen. Hast du gerade bereit gemacht? Ja. Ah, okay. Ich habe jetzt gedacht, das ist einfach random losgegangen. Nee. Erschrocken. Hab bereit gemacht. Ja, aber wie gesagt, das Spiel an sich echt ziemlich cool. Und ich muss sagen, es ist so ein bisschen suchterregend. Man denkt sich so, ich mache eine Runde und plötzlich, oh, erste Runde raus, ich mache noch eine. Und ja, perfekt. Wir haben hier die Auswahl. Ich muss aber sagen, tatsächlich so bis auf das Türenspiel und vielleicht das Finale, wo man so hoch zur Krone rennt, da finde ich das Wabenfinale, vielleicht sehen wir das später auch noch, wenn du dir Mühe gibst. Kein Druck aber, versteht sich. Nee, bei mir läuft es ja jetzt nicht so. Ja, aber ich weiß nicht so, gibt eigentlich kein Spiel, was ich jetzt richtig doof finde. Das Spiel ist so ein bisschen tricky, wenn du nicht ganz vorne bist, drehen sich diese Dinger hier hinter dir. Das heißt, ja, ist richtig schwer, dann gegen den Strom zu schwimmen. So wie jetzt gerade. Und plötzlich bin ich in einem gigantischen Pulk und werde einfach umgetackelt. Die Kugeln hier auch nicht so friendly. Nein! Ja. Kurz vorm Ende runtergetackelt worden! Oh mein Gott. Ah. Ja.
Oh Gott, das wird, glaube ich, nicht. Geschafft. Ich bin ganz letzter gerade. Okay, so viel zum Thema. Deswegen habe ich Nadine dabei, damit ich jetzt clever daher quatschen kann, während irgendwer anders performt. Darin bin ich hier bekanntlich besser. Ach, aber es ist schon mega, mega süß und cool, das Spiel. Ich weiß tatsächlich nicht, wie die Langzeitmotivation ist, weil sind so auf jeder Stufe immer bestimmte Spiele. So die ersten zwei sind immer so sehr rennmäßig. Danach gibt es ab und zu mal so Teamgames, wenn sich das Feld gelichtet hat. Und die Finals, dadurch ist tatsächlich jetzt auch, ich weiß nicht, wie lange haben wir es jetzt gespielt? 5-6 Stunden, würde ich sagen, bisher, oder? Oder gar nicht so lange? Nee, ich glaube nicht mal so lange. Es kommt einem länger vor, wenn man darauf wartet, dass die Server gehen, aber... Ja, das stimmt. So wie jetzt zum Beispiel ein Team-Game. Gut, wo wir gerade bei Spielen waren, die ich nicht so cool finde, das finde ich auch irgendwie ein bisschen lame. Da finde ich, es gibt bessere Team-Games, wie das mit dem Fuchsschwanz und Co. Das kann jetzt nur wieder richtig blöd laufen. Hier geht es quasi darum, man kann hier jetzt einfach frei rumseppen, einfach möglichst viele Bälle im eigenen Bereich zu haben. Das letzte Team und alle Mitglieder davon fliegen. Wir suchen hier gerade Nadine, die Team Blau ist. Das heißt, dem drücken wir jetzt auch die Daumen. Hab leider keine Kammern, sonst könnte man das jetzt sehen. Aber ja, es ist ein absoluter Chaos, vor allem bei drei Teams, so eine wirkliche Strategie. Gibt einfach nur viele Vollgeist, die vielen Bällen hinterherlaufen. Und ja, jetzt gerade Gelb vorne, aber das Ganze geht noch eine ganze Minute. Und jetzt ist natürlich jeder drüben bei Gelb und das heißt natürlich voller Krieg gegen Gelb. Und ja, vielleicht kann Blau da sich ein paar... Oh, ja, nicht nur ein paar, gönnt euch alle... Ja, aber das ist halt wirklich tricky. Also immer der vorne ist, ist eigentlich unter richtiger Belagerung. Vor allem, weil man als einzelner Fall Guy sehr wenig Impact hat. Man kann halt den Ball ein bisschen blocken, aber sonst kann man da echt wenig machen. Außer man heißt Nadine, dann schubst man ja mal den Ball solo rüber. Ah, los! Oh je. Oh Gott, das wird jetzt hart, weil die rollen alle zu rot rüber. Einfach alles zu rot, dass Gelb rausfliegt. Ja, nieder mit den Gelben. Oder weg mit den Roten. Eins von... Oh, zu Blau. Yes! Komm, verteidigt das mit eurem Leben. Nein. Oh, geil. Ja, Rot ist raus, Rot ist raus. Oh. Ja, also das muss man sagen. Ich mag das Spiel nicht, aber es ist spannend bis zum Ende. Puh. Nee, aber so deine Meinung bisher, ich weiß nicht, ich bin... Also ich finde es so super geil und super kurzweilig. Die Frage ist halt, wie groß ist die Langzeitmotivation? Was denkst du? Die Frage, also wir haben ja jetzt auch noch längst nicht alle Spiele gesehen. Das heißt, ja, wäre ich auf jeden Fall noch mal gespannt, was kommt. Und vielleicht ändert sich das ja später auch noch mal, dass du nicht immer dieselben Spiele dann wirklich siehst, weil gerade ist es ja doch, sehr repetitiv. Und kann ja auch sein, so langfristig gesehen, dass dann noch neue Spiele dazukommen. Ja, das stimmt. Ich meine, es ist ja jetzt auch... Ich meine, das Spiel aktuell, wie auch eingangs gesagt, auf YouTube, auf Twitch, Riesenhit, die Leute haben Spaß dran. Ich suche hier währenddessen mal wieder Nadine. Da haben wir sie. Ja, das Spiel ist irgendwie ein Riesenhit. Also da bin ich eh gespannt, mal, ob sie aus den Seasons... Ob sich vielleicht so das Thema ändert. Hey, da hält mich fest. Was für ein Arschloch! Ich hänge hier. Ich hänge hier. Ich kann nichts machen. Oh nein! Nein! Oh nein! Ach Gott, was ich konnte mich nicht bewegen. Auch völlig bugfrei das Spiel, möchte ich an der Stelle erwähnen. Wow. Also ich dachte erst, es wäre gut, als ich unter dem Ding gehangen bin und mich weitergedreht habe, aber schade. Ja, holy. Ja, ich dachte es auch. Festgehalten. Boah, das war voll gemein, ja. Das war voll gemein. Ich denke, wir machen noch eine Runde, außer es wird eine ganz kurze, dann machen wir zwei. Aber das seht ihr dann am Ende, wie lange das Video ist, hoffe ich. Ja, ich bin auch mal gespannt so. Ich weiß nicht, das ist ja jetzt Season 1. Das heißt, die werden sich ja, denke ich, vielleicht auch trotzdem irgendwie überlegt haben, was man so macht. Zweite Season, neue Spiele. Oder ob es vielleicht so ein ganz anderes Thema gibt. Weil, was ist, aus diesem Battle Royale mit Minigames kannst du, glaube ich, echt viel machen. Also... Das stimmt. Bin da mal gespannt. Ich meine, sie könnten ja auch sagen, weil...
Weiß ich, ich habe auch tatsächlich so auf GameStar und ich weiß gar nicht, ob es GameStar war, aber so, sag ich, das Spielemagazin, wo ich am meisten so lese, so, jeder hat sich so mit Takeshis Castle so ein bisschen verglichen. Und ja, kann ja auch sein, dass so die zweite Season mal ein ganz anderes Thema haben wird, aber so echt super leichte Kost, kannst du nur empfehlen. Ich glaube, auf Steam aktuell für 19,99. Ich muss sagen, ich habe es mir nicht gekauft, weil es gerade im PS Plus gratis dabei ist. So, das erste geile Spiel, was PlayStation mal von Launch dabei hat. So, das, was der Xbox Game Pass irgendwie schon ständig hat, kriegt man jetzt auch bei PlayStation mal. Ja, und jetzt die Wippen. Also immerhin, wir haben volle Auswahl hier an Spielen bisher. Die Wippen halt ab. Oh Gott, das wird so ein Chaos. Oh mein Gott. Sie tun es wieder alle. Nein, oh Gott, die Wippe ist wieder auf. Ich laufe gerade bei der blauen. Okay, die gelbe. Ich glaube, jetzt ist besser. Nein, ist nicht besser. Oh Gott. Ja, die Wippen sind richtig hart, wenn man da mal hinten ist. Oh Gott, ich schaff's auf die gelbe Wippe. Nicht noch mehr. So, ich hab's geschafft. Zweites Area erreicht. Die Wippen sind tatsächlich so das einzige Spiel, wo ich auch sagen muss, du bist nicht im Populores, wenn du von Anfang an hinten bist, weil alle verkacken hier früher oder später. Oh Gott. Und jetzt ist so hier großes Problem. Hier müssen wir jetzt auf der Seite warten. Hat aber gepasst. Wippe kurz rüber. Oh Gott, ja, Wippe, komm. So. Nein. Oh nein, ich häng hier fest. Oh Gott. Nein, nicht runter! Nein, voll geil! Oh fuck. Oh, Entschuldigung. Oh Gott. Nein, ich liege hier. Oh Gott, ein Fallguy hat mich fast erschlagen. Die Wippen sind halt hier wieder auf keine Ahnung was für Winkel. Also da geht wieder gar nichts. Oh Gott, ich sehe schon. Die rechte Wippe ist ja voll im... Es hat nämlich geschubst. Ich glaub's ja nicht. Ich stehe jetzt die ganze Zeit auf einer Wippenseite. Und hoffst, dass die Leute mal sich vernünftig hinstellen können, ja. Los, jetzt auch, holt die blaue Wippe hoch. Ja, so wird das nichts, meine Boys. Los, wir müssen hier teamworken. Scheiß auf Teamwork, einfach durch. Weißt du, ich warte hier die ganze Zeit, dass ich da rüber kann und die springen da einfach. Die nutzen das voll aus. Und das Wichtigste ist natürlich, man kann hier taunten. Sollte ich aber erst tun, wenn ich im Ziel bin. So kurz taunten, sehen, oh, 6 Plätze. Boah Gott, da ist ein Hamburger. Das ist ein Hamburger. Oh Gott, der ist ja noch ganz am Start. Der hat's verkackt. Also daran sieht man doch, wie das Skills machen nicht besser. Ja, aber finde ich ziemlich cool, dass ausgerechnet jetzt, wo wir aufnehmen, so viele unterschiedliche Games dabei sind. Die Wippen sind irgendwie chaotisch und ich würde nicht sagen, dass ich das Spiel mag, aber es ist schon irgendwie eins der witzigeren. Es ist halt nicht so berechenbar, weil es immer davon abhängt, wie die anderen sich verhalten. Ja, und ich finde halt, das ist so im Vergleich zu dem Türen-Game. Bei dem Türen-Game, wenn du so am Anfang hinten bist, dann hast du eigentlich schon fast verkackt. So bei den Wippen kannst du irgendwie von hinten noch echtes Feld aufräumen. Ich war erst bei der letzten Passage, als schon 20 Leute durch waren. Und Team abschweifen. Oh Gott, das ist jetzt eine Fuchsjagd. Da haben so wieder im Team. Was auch übrigens ziemlich cool ist, wenn man kann das Ganze bis zu 4 spielen, glaube ich, in der Partie. Ich glaube, bis zu 4. Und das ist zwar nicht kooperativ, ich habe einen Schwanz, aber in solchen Team-Games ist man auf jeden Fall immer zusammen mit seinem Pre-Made-Buddy, was eigentlich ziemlich cool ist. Oh Gott, ich habe einen Schwanz! Lauf! Oh Gott, nicht mehr lauf. Ich protecte ihn mit dem Leben. Ich
Ich bin immer noch hier der Verteidiger des Fuchsschwanzes. Ich krieg irgendwie. Ich klick drauf, aber ich krieg den nicht. Was ist denn hier los? Okay, hier ist hier irgendwie die Fuchsschwanzparade. So, bei mir haben sich alle versteckt. Lass mich los. Ah, Hilfe, jetzt hat er mich. Oh Gott, lange habe ich ihn verteidigt. Ah, Gott, Gott, Gott. Ja, und dem jetzt hinterher. Ah, oh, hi. Dann nehme ich mir den. Oh, ich hab ihn! Fürs Team! Für Rot! Oh Gott. 40 Sekunden noch. Oh Gott, ich führe hier gerade die Flucht an. Die Blauen bunkern sich hier ein. Unser Team hat hier 7 Schwänze. Das liegt sicher an unserem geballten Können. Oh Gott, das ist Schleim! Der ist nicht gut! Oh Gott, der Schleim in der Mitte ist wirklich nicht gut. Oh Gott. Na? Nein! Oh Gott, und ausgerechnet nein! Nicht verlieren! Nicht verlieren! Mein Schwanz ist weg! Nein! Nein! Wir waren so lange in Führung. Wir waren so lange in Führung. Aber ich habe eine Trophäe mit Style Points erhalten. Na. Also es ist tatsächlich gar nicht mal so einfach, aber es ist eigentlich auch gar nicht mal so schwer weiterzukommen. Problem finde ich nur so ein bisschen an diesen Team-Games, die fühlen sich irgendwie teilweise richtig noch randomer an als der Rest. Ich würde sagen, wir machen noch eine letzte Runde hier und dann beende ich das Video dann auch wieder für heute. Muss ja nicht alles immer eine Stunde lang gehen. Das sollte jetzt eigentlich nur so ein kleiner Eindruck sein, tatsächlich von Fall Guy, weil ich das Spiel echt mega cool finde und mega feier. Und ja, mal auch mal auf dem Kanal ein bisschen andere Sachen außer Dota machen wollte. Ja, überlege aktuell auch nochmal eine Xenoblade, Gott, ich weiß nicht mal, wie das Spiel heißt, dass ich da seit 40 Stunden spiele, hochzuladen. Aber ich weiß noch nicht so ganz, ob ich hier einfach auf YouTube ganz anderen Content machen werde, auf Twitch. Aber das, denke ich, wird die Zeit zeigen. Wir haben ja keinen Zeitdruck, außer dass ich nicht mehr jünger werde. Aber, na, und wieder die Wippen. Und jetzt kann man vielleicht, Gott, jetzt starte ich in der letzten Reihe. Und als letztes, glaube ich, bei den Wippen am Start, richtiges Desaster. Und ja, ich sag richtiges Desaster und werde erstmal runtergeschubst. Okay, und die blaue Wippe steht halt jetzt gerade so schief, da kann man echt nur, oh Gott. Und wenn man einmal ins Stolpern kommt, bist du halt quasi hinüber. Oh Gott, die Wippen stehen komplett schief jetzt alle. Was ist hier los? Na. Oh Gott, ich falle hier wie ein Flummi. Oh, du bist neben mir Oh Gott, und ich bin ausgerechnet auf der anderen Seite gelandet. Ja, ich auch, aber na. Es bringt nicht so lange, da welche draufspringen. Na. Das ist halt richtig ätzend, ne? Ja, nach hinten laufen und über die Wippe nach rechts gehen. Das ist der Play. Ach, jetzt kommt sie zurück. Ja, ist klar. Oh Mann. Oh nein, falsche Seite, falsche Seite. Los, blaue Wippe. Oh, hast du es drüber geschafft über Area 2? Nee. Nee, leider nicht. Oh Gott. Oh Mann. Nee, das wird nichts dieses Mal. Du schaffst das fürs Team. Ich bin gleich Area 3, wenn ich nicht umgebracht werde von der Fuchs-Gang. Hast du es geschafft über Area 2 oder immer noch? Ja, aber. Oh Gott. Oh Gott. Oh, und jetzt mal. Oh Gott, 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 die Wippe ist hier sehr schief. Ja,
Na, und jetzt erhalten wir den fest. Der darf nicht rüber. Oh, der wurde freigelassen. Los, lauf! Ich verteidige hier den Ausgang. Die Wippe ist super schief. Da komme ich nicht rüber. Und jetzt kann ich das hier auch zeigen. Komm, und jetzt rennen alle einfach wieder rüber und machen das so auf Schubsen. Los, du schaffst das. Ich verteidige hier. Ah, jetzt hat mich wieder einer umgerannt. Na. Okay, ich versuche hier Vollgeist rüber zu schubsen, aber es wird nichts. Ach, alle Wippen sind super schräg. Das ist einfach ein Albtraum. Oh. Ja, aber du bist fast drüben. Du schaffst das. Los. Los, ich... Wenn du's... Los, komm! Nein. Oh, was? Ausgeschieden? Nein. Was? Was? Hä? Warum bin ich jetzt raus? War die Zeit vorbei? Nein, ich denke, es waren einfach genug im Ziel, oder? Nein. Da stand 40. Oh, okay, mit so einer Blamage können wir jetzt nicht gehen. Warte, wie hast du gesagt, guck mal raus über Options, ob es geht. Genau, Option und dann Show verlassen ging bei mir. Nee, irgendwie gerade so lange, dass das Spiel lädt, geht's nicht. Oh Mann. Ja, also so stellt man es halt dann nicht an. Würde ich sagen. Ja, etwas mies. Geht's jetzt so? Nö, irgendwie nicht. Wochen nach dem Super-Fail, jetzt nochmal die letzte Runde und wir haben auch keine rausgeschnitten, in der ich noch härter versagt habe als davor. Also dafür stehe ich mit meinem Wolfskopf. Wenn du nebenbei lachst, ist es nicht sehr authentisch. Okay, Entschuldigung. Ja, wir sind hier seriös. Und wieder der Torhunger. Aber das ist wenigstens besser, als das mit durch die Türen rennen, muss ich sagen. Ah, ich weiß nicht. Irgendwie die beiden Spiele liegen mir nicht so. Ja. Ich bin über den Hindernisparcours. Ja, der Hindernisparcours ist... Das ist echt ein bisschen schade. Oh, und wieder niedergetrampelt, ne? Also es ist echt schade, dass wir heute keinen Hindernisparcours hatten, weil die finde ich auch immer cool. Echt? Ja, klar. Da wurdest du von der Kugel gebrochen. Oh, da war was. Ja. Oh Gott, ich stacke am Tor. So, komm, das rechte Tor. Ich hab's. Yes! Geschafft! Woo! Wunderbar. Und obwohl es so kurz war, ich... Warte, der eine hat so einen Taucherhelm? Was ist das denn für ein cooler Skin? Den brauche ich. Also es gibt schon echt coole Skins. Sind die alle zu kaufen oder im Shop? Müssen wir wohl rausfinden. Ich bin immer noch Fan der Dino-Skins. Das stimmt, ja. Die Dino-Skins sind richtig cool. Aber apropos Skins, was ich auch sehr cool finde, man kriegt in dem Spiel jetzt tatsächlich fürs Gewinnen solche Kronen. Die kriegt man auch über den Season Pass. Aber es gibt manche Skins, die kann man sich quasi nur kaufen, wenn man richtig cool ist. Und, oh, das ist witzig, auch wenn ich daran nicht gut bin. Das ist wieder so eins der Team-Games, in dem wir uns gegenseitig Eier klauen. Aber was, in der zweiten Runde schon? Und indem wir hoffen, dass unser Team gut ist. Ja. Warum stehe ich hinter diesem Team? Ich habe so ein goldenes Ei. Das ist cool. Nee, ich habe doch kein goldenes Ei. Ich habe gar kein Ei. Ich habe einen unserer Teammates. Ich habe das Gefühl... Was los? Ich werde hier mehr festgehalten, als dass ich überhaupt dazu komme, hier oben was zu greifen. Ja. Und nachdem der Eierpool in der Mitte leer ist, wird natürlich hier das Gegnerteam beklaut. Ich denke, auf die Blauen! Oh, da ist jemand und hält so ein goldenes Ei fest. Hä? Was ist denn hier los gerade? Das ist ja richtig extrem. Ja, kaum, dass ich eins greife, prügelt sich jemand anders mit mir drum.
Ja. Ich halt ins Nest räubern. Na, ich räuber hier jetzt gerade das gelbe Ei, glaube ich. Boah, die Blauen haben 2 gelbe Eier! Raus damit! Oh Gott. Gott, ich beklaube mich hier teilweise mit meinen eigenen Teammates. Hört doch auf, Leute. Nein. Oh, wir müssen die Blauen ausrauben. Hier sind gerade alle drin. Holy, hier geht's richtig ab. Ja, dann auf zu den Grünen, wenn die so unbewacht sind. Oh, wir haben Brot. Auf zu den Grünen. Oder Gelben. Welche Farbe auch immer das ist. Wobei, nee, die Blauen verlieren gerade. Auf zu den Blauen. Verteidigt die Eier. Ja, da ist gerade voll. Ich komme hier immer aus dem Nest nicht raus, weil das so Chaos ist. Yes! Wir haben die Blauen erfolgreich ausgebeutet. Ah, so mag ich das. Ich wäre, glaube ich, eine gute Elster gewesen. Das sind doch so Vögel, die immer Eier aus Nestern geklaut haben, oder? Was? Na, sagt man nicht immer die diebische Elster? Man sagt diebische Elster, aber doch dachte ich, weil die... Man ist nicht dieses glitzerige Zeug gut finden? Ja, goldene Eier, Glitzer. Ich sehe da eine Verbindung. Oh Gott, und das Spiel ist Memory. Und das Spiel finde ich richtig doof. Echt? Das findest du doof? Ich finde das irgendwie cool. Okay. Ich weiß nicht. Außer man wird geschubst. Ja, so wie immer. Ich glaube, Schubsen ist das neue Meta hier. Aber ja, im Endeffekt, man guckt, was hier auf der Tafel steht, was am Boden ist. Und Memory. Trauben. Orangen. Erstes sind sowieso immer nur 2, gell? Ja. Okay, Orangen und Trauben. Halt mich nicht fest, Junge! Oh, die fangen schon wieder an. Okay, das sind Äpfel. Daran bin ich gut. Noch mehr Äpfel, Trauben. Und da sind Bananen. Okay. Äpfel, Trauben, Bananen. Gott, ich bin sowas echt schlecht. Äpfel! Oh Gott, wo gab's da welche? Da auf dem Feld, wo alle stehen, einfach im Zweifel. Apfel, Orange, Banane, Melone, Traube. Ah, das ist so viel! Äpfel, Orange, Banane, Traube, Melone. Ich check grad gar nichts mehr. Wo ist da eine? Ich hab keine Ahnung. Oh Gott, ich war richtig! Oh Gott, es geht weiter? Bitte ne. Mein Gehirn war an seiner Grenze. Ich dachte mir einfach, ich bleib jetzt da stehen, wo ich war. Und die Leute sind da hingekommen, also dachte ich, eine super Sache. Oh Gott. Hätte ich jetzt die Kämmern, hätte man so Rauchschwaden über meinem Kopf gesehen. Holy. Weißt du, es fängt so an mit 2, dann geht's so mit 4, okay, mit 3 und plötzlich sind 6 und ich denke so, what? Oh mein Gott. Oh. Oh, das ist cool. Das erinnert mich immer an Tabaluga TV mit dem Weg. Ich mochte Tabaluga TV. Auch wenn ich den Kerl im Tabaluga Outfit immer etwas gruselig fand. Aber Tabaluga TV, die Spiele waren cool. Cooler war ich nur Toys R Us. Ich wollte immer zu Toys R Us. Wer wollte das nicht? Oh, ich habe den ersten Weg gefunden. Okay, irgendwo wie geht's? Hier geht's weiter. Jetzt hab ich mal. Ja, und ab hier ist dann eigentlich so der Kampf. Man schubst andere Fallguys nach vorne. In der Hoffnung, dass sie den Weg finden. Was? Okay. Ach, die hechten da einfach rüber. Das ist ja Beschiss. Okay, ich halte nicht. Leute, jetzt muss mal einer, ne? Ist doch schon nichts mehr. Oh Gott. Ja, die. Ich hab's! Nein, ach komm. Yes! Woo! Finale! Oh!
Finale, komm, du schaffst es noch. Nee, das schaffe ich nicht mehr. Ah, Gott. Das Spiel ist so böse. Aber hast du die Strategie von denen gesehen? Die sind einfach random reingehupst. Auch wenn die ein wenig bringt, weil dann läuft niemand mehr. Hm. Ah, was ein Chaos. So, und jetzt müsste ich im Finale sein. Dank der Unterstützung von Nadine, die vorhin im Finale war. Ist es das? Oh, das ist cool. Das hatte ich tatsächlich ja vorhin schon mal angeteased oder angesprochen. Das Wabenfeld. Und ich glaube, die Strategie ist da tatsächlich einfach direkt sich runterfallen zu lassen. Aber ich will jetzt hier keine Strategie. Ich will gewinnen. Aber wenn du nicht mehr mit zu vielen bist, ist eigentlich eine geile Strategie, wenn du dir quasi so einen eigenen Bereich abgrenzt. Quasi, wenn du mittig reinlaufen würdest und dir dann so einen ganzen Bereich gönnst, aber funktioniert bei der Menge halt schlecht. Oh Gott, oh Gott! Oh, was tust du? Das war nicht Absicht. Oder du kannst natürlich auch andere abschneiden. Ja. Ah, die fahren diese Strategie, die ich gemeint habe. Oh. Der kann mich mal. Nein! Aber nicht. Oh mein Gott. Aber hast du es gesehen? Die haben genau diese Strategie gefahren, die ich gemeint habe. Die sind runtergehupst direkt und haben quasi das letzte Feld schon mal ruiniert. Ach, schade, schade. Da waren wir tatsächlich jetzt einmal im Finale und so eine doofe Taube gewinnt. Ich glaub's nicht. Puh, unsympathisch. Ich weiß, warum ich die Viecher nicht mag. Na, die ruinieren einem die Spiele, die kacken einem auf den Kopf. Das ist nicht nett. Ja. Schöne Zusammenfassung. Ja. Aber man sieht, ich habe jetzt richtig gut Punkte tatsächlich gemacht. 400 Punkte. Und ich habe, die Himbeerfarbe bekommen. Das ist schön. Das gefällt mir. Das rüste ich gleich mal aus. Aber man kommt ja tatsächlich am Anfang zumindest noch relativ schnell voran. Okay. Das heißt Himbeer, aber jetzt ist es Kaugummi. Ja, das ist Himbeer. Hm. Muss ich wieder meine Herzchenunterwäsche anziehen? Sehr gut. Oh, ja. Richtig attraktiv. Finde ich auch. Naja, aber schade, dass es mal wieder keiner von uns geschafft hat, so eine Krone zu erobern. Aber ja, ich denke, ihr habt, denke ich, einen guten Eindruck von dem Spiel bekommen. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, mal so ein bisschen anderes Let's Play. Ich sag so, muss nicht eine Stunde gehen, jetzt geht's 40 Minuten. Okay. Aber es ist keine Stunde. Also ich bin quasi ein Mann meines Wortes, würde ich sagen. Aber war mal cool. Du schneidest das schon auf 20 Minuten runter. Definitiv. Am Ende nur die Highlights. Nur eigentlich den einen Run, wo ich ins Finale bin, um zu sagen, boah, ich bin richtig gut. Bis dann, tschüss. Nee, aber das Spiel auf jeden Fall richtig cool. Wer Lust hat auf solche Minigames, weiß ich, ich spiele es hauptsächlich gerade nebenbei so mit Nadine. Man kann es, denke ich, alleine spielen. Ich glaube aber tatsächlich trotzdem, dass es so ein bisschen mehr Spaß macht, wenn man so zweit so ein bisschen Trash-Talk nebenbei so gegenseitig animiert. Ich weiß nicht, ob es ein Spiel wäre, was ich groß alleine spielen würde, außer vielleicht mal auch on-stream, aber ja, ich denke so mit Freunden, wenn man sagt, hey, ich habe zwischen der Kaffeepause 5 Minuten mal Lust oder mal, wenn die Dota-Runden nicht laufen, mal sagen, schalten kurz ab, machen was Neues. Also dafür ist das Spiel richtig, richtig cool und macht super Spaß. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, mal so ein bisschen anderes Let's Play hier zu sehen. Denke, morgen kommt auch noch ein neues Dota-Video. Also an dem Tag, wo ihr es gesehen habt, morgen. Wenn ihr es irgendwann anders seht, dann irgendwann anders. Aber ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!